der Captain aus der Zukunft. Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn für die PS4. Und ja, letzte Folge, was haben wir gemacht? Wir haben unseren Mr. Rush befreit, der uns helfen sollte bei alles Mögliche. Jetzt gucken wir, ob wir hier irgendwie weitere Missionen bekommen. Du gehst schon deinen Weg. Unsere Firma wurde von einem Jungen namens Bean gegründet. Er ist ein echter Schatz, aber man muss ständig auf ihn aufpassen. Mr. Bean vielleicht? Ich glaube, ihm wurde irgendein wichtiges Dokument gestohlen. Wenn du das für ihn finden könntest, würde er dich sicher irgendwie entlohnen. Na, sehr gut. Neuer Charakter entdeckt, Mr. Bean. Okay. Wir gehen jetzt erstmal hin zu Mr. Bean. Mr. Bean ist auch geil, ne? Wenn wir es richtig angehen, schauen wir mit Rush. Wir Handumdrehen einen Ort, den wir zu Hause nennen können. Bei allen Siedlungen, die ich im Westen aufgebaut habe, habe ich immer darauf geachtet, dass ich die richtigen Leute zusammenbringe. Denn es sind Spezialisten, die den Unterschied machen. Ohne sie kommen wir nicht voran. Im Moment mangelt es uns noch an Spezialisten, aber es gibt sie, Cap. Hol sie nach Prosperity und ich erledige den Rest. Okay. Verbessere Prosperity, Story-Mission. Rette Spezialisten 02. Verbessere Einrichtung 03, okay. War aber noch schwieriger in seiner Hütte. Mal hier machen. Schalte Ausstandsverbesserung frei. Thomas Rush, noch zwei Spezialisten retten und noch drei Ausstandsverbesserungen. Okay, also bevor wir verbessern können, müssen wir diese... die Leute holen. Also, rette Spezialisten. Dann können wir mal auf die Karte gucken. Denn... Karte. Da ist das Bean. Den können wir gleich mal hineiern. Machen wir mal. Oh, hallo? Hier spricht Bean. So, jetzt mal Wegpunkt hin. Zu den eiern wir jetzt mal. Los. Wir müssen direkt rausrennen auch. Danke. So, da laufen wir aber mal hin. Ist jetzt auch nicht so weit. Müsste man also relativ zügig schaffen können. Und falls wir zwischendurch noch ein paar Highwaymen erledigen können, das wäre doch fantastisch. Guck mal, da liegen noch ein paar Sachen. Pflanzen sollten wir auch einsammeln zwischendurch. Nur falls es keine beschissenen Wildschweine kommen. Und die eiern ja überall rum hier. Eine Bruchbude, die gucken wir uns auch noch kurz mal an. Was ist das? Irgendwer hat uns den Typen geklaut, den wir aus dem Zug geholt haben. Und dabei hatten wir noch viel mit dem vor. Das müssen die Lose aus Prosperity gewesen sein. Dafür werden sie bezahlen. Okay. Wieso können wir das hören? Was passiert? Wir haben nicht die nötige Hilfe von außerhalb des Tals gekriegt. Kim hat das Leben ihrer Tochter umsonst aufs Spiel gesetzt. Hm. Natürlich doof. Aber rumheulen nützt nichts. Muss dich entgegensetzen. Naja. So vielen Heulensusen kann ich mich nicht umgeben. Das zieht mich nur runter. Guck mal weiter hier. Welche Backen hier noch so rumlaufen. Guck mal runter. Oh, zack. So, jetzt sind wir so weit dahin. Ich weiß gar nicht, ob Mr. Bean auch ein Spezialist ist oder ob das nur einer ist, den wir einfach so mal kurz holen können. Ups, hab mir schon wehgetan. Wahrscheinlich den Fuß verstaucht gerade. Aber das stört mich nicht, denn ich bin Special Unit Einheit. Tut nichts weh. Doch Boote. Das Lustige ist, dass man teilweise echt Sachen wiedererkennen kann von dem alten Spiel. Das hier erinnert mich auch verdammt nochmal an so eine alte Frau, die hier gewohnt hat. Was das hier ist. Anscheinend nicht. So, erstmal schnacken wir mit ihm hier, Mr. Bean. Bitte hilf mir. Es wird sich für dich lohnen. Versprochen. Puh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibeanja, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibeanja, alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibeanja ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Die sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal. Bitte hol meinen Businessplan zurück.
Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später dein. Großes Wikibinia-Ehrenwort. Ja, machen wir. Pechstrenge, Storm-Mission, okay. Das machen wir. Eigentlich gedrückt halten, um die Mission zu verfolgen. Das haben wir jetzt verkackt mal wieder. Dann müssen wir die so raussuchen. Zack. So. Eilen wir mal zu ihm hin. So traurig es auch ist, aber immerhin hat eine Person überlebt. Und diese Pflanze. Die Pflanzen sammeln wir alle ein, wenn wir schon hier sind. Gucken, was der Richard also auf dem Kasten hat. Wenn er gleich abhaut, ist natürlich ganz einfach. Dann müssen wir nicht nur hinterherlaufen. Das ist wahrscheinlich eine Schleichmission vielleicht. Oh, da ist ein... Da ist ein Vorratskästchen. Das holen wir uns doch schnell mal, bevor wir Richard fangen. Da bin ich genau auf unserem Weg, aber das macht ja nichts. Sonderlich viel, aber wir machen das Beste draus. So. Wieder Ethanol bekommen. Dann können wir doch mal hier Ethanol, können wir da nicht schon... Das können wir hier noch nicht machen, ne? Okay. So, wir eiern jetzt dahin zu diesem Richard. Was der kann. Und dann müssen wir unsere Vorteilspunkte mal nutzen nachher. Die kann man ja einsetzen, eigentlich um seine Fähigkeiten zu erhöhen. Müssen wir nachher beim Lager gucken, wo man das macht. Wird jetzt auch erst freigeschaltet, müssen wir mal gucken. Das wäre sehr praktisch. Je weiter wir Prosperity ausbauen, desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überleben. Finde Richard, okay. Da ist wieder voll mit Gegnern hier. Okay. Hier oben auch einer, ne? Können die Hunde auch hier hochkommen? Ich hoffe nicht. Alter, renn weg! Hinterher! Warte nur nicht. Die Pflanzen mit hier. Ja, dann schießen wir dir ins Bein gleich. Hey, ist ja schnell. Rennt er in seine Unterwäsche los, die Gegend der Hasi. Na los! Ich schieß gleich in Eier. Ist ja dumm, wenn er jetzt in sein Versteck rennt eigentlich. Ich entschuldige mich. Lass mich in Ruhe. Oder? Nein, 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 nein. Nicht schießen. Ich schieß nicht. Ich will nur wissen, wo du den Businessplan hast. Ich kann dir die Eier abschießen von hier. Such dir jemanden, der angezogen ist. Lauf! Bitte Affe. Ich wechsle die Stellung! Reden wir mit ihm. Hör mal, okay, ja, ich habe meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich habe ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen doch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie sagten, wir spielen darum. Auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Weiß nicht, schießen wir ihn ab? Oh Gott, bitte hilf mir!
Oh, Wellenfaller. Wichser. Hallo, Spacko. Mann, Mann, Mann. Was ist denn ein Scheiß mit dem hier? Hier noch mehr rum? Da. Mach noch mit. Oh, geh runter da. Danke. Mit Bienen. Okay, gehen wir nach Süden. Da hinten ist er auch hier. Ich glaube, es gibt wieder Haferschleim zum Mittag. Ja, das will auch keiner haben, Haferschleim. Obwohl Haferschleim heißt ja neuerdings im Deutschen nennen oder kommt aus dem Englischen, aber die sagen ja gerne Porridge dazu. Für mich eigentlich nichts anderes als Haferschleim. Das können die noch so nennen, wie sie wollen. Haferschleim wäre Haferschleim. Porridge hört sich zwar netter an, schmeckt aber genauso scheiße. Nur weil ich den Cheeseburger von McDonald's jetzt ultra geiler Deluxe Cheeseburger nenne, schmeckt er ja nicht besser. Und genauso pappig schmecken wie sonst. Außer Tanzverbot. Der Assi ist das natürlich. Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Tja, ich mache jetzt meine Wikibinia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen, mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut, bis bald. Okay. So, gelöst. Liebe meine Familie, mach ich einfach Abstand von Ihnen. Ein Spezialist. Wir brauchen noch einen zweiten Spezialisten. Hier umschauen kurz. Einen Spaten, kann ich ihn mitnehmen? Nee, schade. Doch. Nee. Und eine Schlange. Mal noch mit hier. Audiophil, Nebenmission. Na. Das können wir jetzt noch nicht machen, die Mission, die machen wir später. Aber wir können mal gucken. So ein Logbuch. So, wir haben einen Spezialisten haben, wir müssen noch einen Spezialisten haben. Wo kriegen wir die her? Gucken wir auf die Karte. Wollen wir hinreisen? Noch nicht, oder? Das ist die Schrauberbude. Wir wollen zum... Da können wir natürlich hinreisen direkt. Die Frage, ob wir das machen wollen oder ob wir einfach hier hin wollen. Expeditionsstufe 1 für Schnellreise benötigt. Okay. So, gucken wir uns den Vorteilen. So, wir haben ja ein paar Vorteilepunkte. Wir haben 11 Punkte insgesamt. Das heißt, wir können uns jetzt den Kletterhaken holen. Der ist natürlich sehr nützlich. Den holen wir uns mal. Huch. Oh, kann ich kaufen. Bam. Und hier, Schweißbrenner. Fügt dem Waffenrad den Schweißbrenner hinzu. Repariert Fahrzeuge, öffnet Saves und verbrennt Gegner. Ist natürlich auch ganz geil für die Saves, die wir überall finden. Angeln ist noch nicht so wichtig für uns. Taktisches Fernglas. Ist auch sehr cool. Also wir nehmen auf jeden Fall den Schweißbrenner und das taktische Fernglas machen wir auch. So, 2 Punkte, dann können wir glaube ich nicht so viel machen.
Ist doch geil, dass man jetzt Vorteilspunkte kaufen kann. Das ist ein bisschen assi, oder? Dass die das beim Spiel jetzt auch noch machen hier, finde ich ein bisschen assi. Naja. Gut. Schweißbrenner haben wir. Das heißt, wir können jetzt Safes öffnen. War hier ein Safe? Nö. Gut. Finde alle MP3-Player, okay. Dann lass uns mal hier eine, ja, auf die Karte was legen. Wo wollen wir nochmal hin? Lass mal zu ihr hin. So. Wo ich ein Auto? Natürlich, das finden wir gleich noch unterwegs. Dann gehe ich aus. Hoffe ich zumindest. So wie das taktische Fernglas ist jetzt sehr cool eigentlich. Denn dann können wir die wirklich alle ausspielen. Wir können die ganzen Leute markieren. Das ist natürlich sehr praktisch. So, da oben hat er bestimmt auch einen Wagen, der Typ. Da gehen wir mal hoch. Die sind immer nützlich. So, den werden wir kurz wegfeiern da oben. Die Nächte hier sind nicht das Gelbe vom Ei. Ich vermisse die Stadt. Hunter Grace würde das einen Goldmedaillentreffer nennen. Ja, das war ein guter Treffer. Ich sehe gar nichts mehr leider. Kack, der Rauchwolke geworfen hat, der Spacko. Da ist er. Will er wieder mal? Du machst nur Ressourcen frei, hä? Oh, Entschuldigung, das waren die falschen. Ich dachte, ihr werdet Gegner. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Okay. Ich dachte, das wären Gegner, aber waren es eigentlich gut. Komm, wir suchen uns ein Auto. Hier, da steht eine kleine Karre von ihm, die nehmen wir. Worüber? Oh, ran hier. Oh, guck mal, das ist der Weg. Und los geht's. Ach, diese Dinger liebe ich. Die überhaupt überlebt haben, die Dinger, ne? Ich meine, die ganzen neuen Sachen haben nicht überlebt, aber diese alten Schrottkarren aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch geil, oder? Es gibt natürlich massenweise Missionen wieder hier. Ach man. Oben schönes Nordlicht am Himmel. Wie schnell ist denn der Hund? Immer noch hinter uns? Wunder, wenn der weitergelaufen wäre hinter uns, der blöde Köder. Oh, wir haben verfolgt. Wenn du eine Rauchbombe hast, sind wir eine Weile vor dem Scharfschützen sicher. Was hat er da hinten für einen Auftrag? Fragen wir mal dem hier. Pass mal auf. Hallo. Jetzt haben dich die Grace Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Aber sie rackert sich ab, gestohlene Sachen von den Highwaymen zurückzuholen. Angeblich könnte sie aber Hilfe gebrauchen. Sie hat Ärger am Hals bei der Sunrise Farm. Das, da wollen wir sowieso hin. Hier ist Grace Armstrong. Die Highwaymen haben einen Waffenprototyp. Und jetzt sitzt... Hä? Gut. Werden wir ihr mal helfen? Schon ist hier aus.
Los, letztes Stück laufen wir schnell hin. Dauert natürlich ein bisschen. Der Kamin hat auch ein bisschen Leben verloren. Schwarzmann sollten wir nicht angreifen. Alter, der killt alle, der Bär. Okay. Was für ein fieser Bär, nur mal so nebenbei. Gut, dann lass mal dahin. Halten wir respektvollen Abstand. Respektvollen Abstand halten wir, ja. Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. Also hier müssen wir dahin, wahrscheinlich. Hier. So, gucken wir mal, ob wir das hier auch noch einnehmen können, schnell. Oh, blöde Schnäpfe. Ein paar Gegner hier irgendwo? Hab was gehört. Ja. Tja. Oh. Hoffentlich findest du was Brauchbares. Ja, ein bisschen Schrot. Jetzt müssen wir den mal reden hier. Was war das? Sie müssen doch alle langsam mal weg sein. Nee, sind noch ein paar, die hier rumschleichen oder was? Doch. Carmina, ich hätte wissen müssen, dass du es bist. Danke. Du bist dieser Fremde, hä? Es heißt, die Highwaymen sind nicht sehr glücklich über dich. Gut. Höchste Zeit, dass die jungen Leute mal was unternehmen. Ich bin Grace. Und wenn ich nicht blind wäre wie die Nacht, würde ich an deiner Seite kämpfen. Ich habe nicht mehr so viel Dampf wie früher, aber ich packe immer noch gerne mit an. Als mir klar wurde, dass ich nicht mehr so zielen und schießen kann wie früher, habe ich eine Waffe gebaut, bei der das egal ist.
So gesehen hast du mich sogar dazu inspiriert. Wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, das ist die beste Waffe in ganz Hope County. Das Problem ist nur, die Highwaymen haben sie mir geklaut und zum alten Bahngelände gebracht. Da horten sie den ganzen Kram, den sie den Leuten hier gestohlen haben. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, die Belohnung ist das Risiko wert. Hol dir die Waffe, klau die Vorräte zurück und mähe alle Holbirnen nieder, die sich dir in den Weg stellen. Oh, das ist genau mein Auftrag. Was machen wir? Zack. 1200. Habt ihr ein Auto hier? Ja, hier, komm her. Gerne. Peggy, stör mich nicht hier. Keine Ahnung, ob sie sich kennen. Aber sie versuchen es immer. Alles klar, gehen wir. So, fahren wir dahin. Vorbei, oder? Ach, schnell. Oh, oh. Der fällt ein. Nicht ins Wasser. Zu spät. Ah, doch nicht. Geht doch. Oh, raus hier. Alter, hier fetzen wir uns aber auch durch die Wildnis hier. So, wir gehen zum alten Bahngelände. Ja, das machen wir jetzt. Ich kann nicht alle Missionen annehmen. Tut mir leid. Ich würde gerne, aber erstmal gehen wir mal der Hauptmission nach. Heute muss ich meinem Schatzengel danken. Hier schon wieder Wildschweine. Passe Wildschweine. Man quirbelt einen nach oben, das ist ein kürzerer Weg. Okay. Steigen, komm, wir laufen das letzte Stück. Das scheint immer mehr Ärger zu machen, als die Wette. Oh, kurz, ich bin ja jetzt nicht verkehrt. Ne, da sollen wir hin, also. Und dann direkt auch hier geradeaus rüberlaufen. Ich glaube, da zeigt das mal, weil wir auf dem Berg sind hier. Kann das sein? So. Aufpassen auf die ganzen Tiere hier. Das ist das alte Bahngelände. Super. Okay, das darf man nicht machen. War dumm. Naja. Komm schon. Oh. Das ist ein großes Gebiet. Position finden, wo wir unsere Fernlast benutzen können. Nice.
War noch jemand da? Ist doch aus dem Bär rum noch, oder nicht? Binden hier. Hier nur Bären oder sowas. Da. Die lassen wir mal schöner drin. Oh. Nein! Oh, shit! Shit! Ach man, das ist ja ärgerlich. Eigentlich haben wir uns ganz gut getan da drin. Gerade ganz gut gekämpft gerade da drin. Und dann knallt so ein Spacko uns ab. Ach, shit! Mist! Müssen wir nochmal einnehmen, das Ganze. Die Waffe, die meinst? Oder nicht? Ich vergiss die Materialien nicht. Wir brauchen sie, wenn wir die Highwaymen zurückschlagen wollen. Diese Sägeblätter durchschlagen so ziemlich alles. Und wenn sie etwas nicht durchschlagen, prallen sie ab. Nutzt die Oberflächen aus Metall, um die Blätter abprallen zu lassen. So kannst du Leute treffen, die sich hinter einer Deckung verkriechen. Okay, gut zu wissen. Wenn du mir es jetzt sagst, hätte ich mal vorher die Waffe haben sollen. Na gut. Schon eine geile Waffe, gebe ich zu. Yeah.
Alter. Das ist echt eine unschlagbare Waffe eigentlich. Ja, wo bin ich denn? Gleich stelle ich gerade eben. Aber eigentlich haben wir ganz viel. Da, ich kann mit Bären kämpfen. Der Bär haut die alle weg, glaube ich. Oh Mist! Noch zwei Schuss. Oh. Hier war noch ganz viel Schuss. Ein paar Gegner hier sein, oder? War es das? Beschaffe die gestohlenen Materialien. Wo sind die denn? Dann irgendwelche anderen Waggons wahrscheinlich sein. Gucken wir mal nach kurz. Zack. Hier werden die ja nicht mehr drin sein. Aber dann noch ein paar Waggons, die leuchteten. Vielleicht sind die da. Gucken wir mal. Mal plündern. Wie können wir denn unseren Kletterhaken einsetzen? Hör mal rein.
Ah, da oben sind welche Sachen drin, okay. Das sind die gestohlenen Materialien? Okay, einen haben wir. Wo können denn die anderen sein? Drüben würde ich fast behaupten. Wie kommen wir denn darüber? Ah, das klappt ja nicht. Einen Weg da hoch. Ich habe doch so einen beschissenen Kletterhaken. Wie kann ich den denn einsetzen? Muss man den auch erst kaufen. Ich nicht, ne? Ja. Klettern und Klettern. Ah, okay. Okay, das sind alles keine Kletterpunkte. Schade. Das vielleicht? Falsch gelesen? Der Schaden durch Stürze wird verringert. Hm, haben wir gekauft. Das funktioniert nicht, aber wir müssen gucken, wo die... Wir klettern mal da hinten rauf. Wird uns das ja was. Von da oben gleich irgendwo runterschießen oder so. Ich weiß es nicht. Oder? Ja. Das sind Sachen. Hä? Ach Quatsch. So, haben wir auch. Wo kann der letzte sein? Wo kann das letzte Ding sein? Oben? Da oben im Turm vielleicht. Ich frage, wie wir hoch zum Turm kommen. Ah. Irgendwie ist das echt verwirrend hier gerade. Pass mal auf. Klettern wir kurz hoch. Okay, hier drin vielleicht. Das ist auch nicht so schwer zu finden. Wir haben so ziemlich alles, was wir finden können, hier rausgeholt. Was habe ich hier eingesammelt? Ich habe mich auf den Weg zum Bahngelände gemacht. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Bin fertig, komm zu dir. Zack, so. Mission beendet. Hat auch lang genug gedauert. Oh, da sind ein Köter. Das fühlt sich gut an, hä? Gut gemacht. Du hast den Highwayman eine ordentliche Backpfeife verpasst. Behalt die Waffe.
Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Mich eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe es endgültig nach Prosperity. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf dich auf. So. Ziemlich gut. Jetzt haben wir zumindest zwei Spezialisten schon in Prosperity. Und jetzt fehlt uns ja eigentlich nur noch... Warte. Ja. Jetzt fehlen uns noch drei Verbesserungen machen. Wir können ja... Was sagen die? Perfekt. Gut, wir können aber diesmal jetzt ganz schnell mal da hinreisen. Flink. Na, hinten war das, ne? Da. Und Schnellreise hin. Zack. Weil wir können mal gucken, welche Verbesserungen wir machen können da. Wir haben ja ein bisschen was eingesammelt. Und eventuell können wir ja Verbesserungen machen, die wir jetzt auch gleich in die Tat umsetzen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Kann natürlich sein, dass es auch tatsächlich vollkommen daneben liegt. Aber so ist es denn. So. Schauen wir mal, wie du dich machst. Ich hab dich mit Carmina. Hallo, Sir. Noch drei Ausstattungsverbesserungen. Okay. Damit wird alles besser. Wir sind dir hier sehr dankbar. Gut, also wir gehen einmal kurz. Oh, hey. Du bist dieser Captain aus dem Zug, hä? Ich bin so froh, dass du in unser kleines Tal gekommen bist. So, wir können auf jeden Fall mal unsere Karte hier erneuern. Müssen wir was machen? Was können wir da machen? Panzertape-Vorräte zeigt er mir an. Ist auch nicht so geil, ne? Ethanol benutzen wir erstmal für was anderes. Sprengstofflabor. Was ist denn noch hier? Werkstatt. Wir Fahrzeuge herstellen, okay. Erst den Crash überleben, jetzt die Zwillinge bekämpfen. Sieht eigentlich ganz schön aus hier, ne? Also. Kann ich durchs Gitter nicht aufnehmen? Wie kacke ist das denn? Hier sieht aus wie Claire von Resident Evil. Verstehe gerade nicht, warte mal. Was soll man machen? Besorge Spezialisten und verbessere Einrichtungen. Es gibt 5 Spezialisten in Hope County. Aber wie kriegen wir denn, wie können wir denn hier was verbessern bei der Einrichtung? Können wir hier mal was machen? Warte mal. Hitzeschutz stellt Waffe des Rang 2 her. Machen wir verbessern. Reicht das schon? Na okay, jetzt können wir auf jeden Fall bessere Waffen bauen. Das ist schon mal gut. Und wir haben die Einrichtung verbessert. Perfekt. Dann können wir das gleiche ja wahrscheinlich auch bei der Werkstatt machen. Ich glaube, da haben wir nicht genug Ethanol mehr. Nee. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das heißt, wir müssen Ethanol finden und beziehungsweise Einrichtungen einnehmen, damit wir Ethanol bekommen. Das machen wir. Aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. War auch eine lange Folge.